Ich bin Lydia, ich bin 17 Jahre alt und ich komme aus dem wunderschönen Renningen. Mit dem SBK war das so, also ich gehe auf ziemlich viele Freizeiten und da wird ja oft erzählt, ja hey, gründ doch ein SBK oder was hält dich davon ab, an deiner Schule deinen Glauben zu leben? Und ich habe das immer gehört und dachte mir so, oh ja, voll cool. Aber irgendwie habe ich mich nicht getraut, das zu machen, weil ich dachte mir, okay, was sagen meine Mitschüler? Schaffe ich das zeitlich? Und ja, okay, was denken die Lehrer? Ich denke, ich bin nicht nur Lehrer, weil ich Wissen vermitteln möchte oder muss und auch nicht nur, um Geld zu verdienen. Mich prägt oder leitet auch die Vorstellung, dass Gott mich dahingestellt hat. Lehrer haben nicht nur Deutsch, Mathe, Englisch, Physik und so weiter zu vermitteln, sondern ich glaube, wir als gläubige Lehrer dürfen auch unseren Glauben in die Schule bringen. Ich hatte alleine im Prinzip diese Vision von SBK-Gründen. Aber ich habe es mich alleine nicht getraut oder ich wusste auch nicht, wie soll ich das alleine schaffen. Ich war dann auf einer Veranstaltung, wo eben gesagt wurde mit SBKs auch, hey Leute, sucht euch Menschen, die mit euch das zusammen machen, weil auch selbst Jesus seine Leute immer zu zweit losgeschickt hat und nie alleine. Dachte ich mir so, okay, alles klar, jetzt geht's auf Menschensuche. Und letztendlich habe ich dann zwei Freundinnen von mir gefunden, die gesagt haben, ja okay, wir machen da mit. Wir haben da Lust drauf. Für mich ist es total wichtig, den Leuten zu zeigen, dass sie wertvoll sind. Das, was ich durch meinen Glauben erfahre, das irgendwie an andere weiterzugeben. Und das muss nicht immer unbedingt auffällig sein, sondern es ist einfach für mich total wichtig, dass sich die Leute geschätzt fühlen. Immer wenn ich ins Lehrerzimmer gehe, und als Lehrer geht man oft ins Lehrerzimmer, bete ich für meine Kollegen. Das kann ein Einzelner sein oder einfach für uns, für die Stimmung, für Gespräche, die vielleicht liefen oder anstehen. Für meine Schüler bete ich auch. Immer wenn ich das Klassenzimmer sehe, die Türe, gehe ich rein und bete für sie und lebe in dem Bewusstsein, ich gehe da jetzt nicht alleine rein, ich gehe immer mit Gott. Und das hilft mir ungemein, auch wenn es mal schwierig wird, und es ist häufig schwierig. Also wir haben mit dem SBK gestartet und wir haben Andachten vorbereitet jede Woche. Wir haben versucht, die Bibel so auszulegen den Leuten, dass sie merken, hey, das hat was mit meinem Leben zu tun. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, hey, das, was wir da machen, also die Bibel auszulegen und sich mit der Bibel zu beschäftigen, sodass die Leute es raffen, dass die was mitnehmen, das könnte man doch auch auf ein größeres Format übertragen, also auf die Weihnachtsgottesdienste rüber. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich die Leitung bekommen habe von dem Weihnachtsgottesdienst, dass ich da komplett selber entscheiden durfte, okay, was machen wir, was ist das Thema, welche Lieder singen wir, wie bauen wir es auf, was sollen die Schüler mitbekommen. Und letztendlich durfte ich dann auch predigen, also im Vergleich zum SBK, wo hier mittlerweile 20 Leute sitzen, im Vergleich zu dem Zehnfachen davon, ist es schon eine krasse Steigerung, aber es war mega gut, die Leute waren begeistert, sind begeistert rausgegangen. Sie haben gesagt, okay, krass, wir konnten was mitnehmen. Die Weihnachtsgeschichte hat was mit uns zu tun. Ja, Jesus ist unser Retter. Und es war ein mega Erlebnis.